Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zum heutigen JFD-Devisenradar am 1. März. Ja, neuer Monat ist angebrochen. Hier im bayerischen Umfeld scheint auch die Sonne, wenngleich es etwas stürmisch ist. Und etwas stürmisch könnte es auch beim britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar heute werden. Denn wir sehen charttechnisch hier ein paar Konstellationen, die nicht ganz so rund wirken. Und das wollen wir uns heute mal im JFD-Devisenradar nochmals genauer anschauen. Also wird spannend, ist spannend. Ansonsten der Hinweis, meine lieben Zuschauer: JFD hat einen Relaunch der Website erfahren. Schaut ruhig mal drauf, in einem sehr, sehr guten Design und optisch klar strukturiert mit allen Infos, die es braucht, um hier eben auch natürlich mit dem richtigen Partner am Markt zu agieren. JFD Brokers, definitiv ein Test wert. Schaut's vorbei, testet uns. Und insofern wollen wir gleich mal uns dem Markt zu wenden vielmehr. Ja, wir sehen hier das britische Pfund. Okay. Zunächst Wochenchart. Das ganz große Big Picture Bild habe ich mir jetzt mal geschenkt. Grundsätzlich hier Abwärtsstruktur vorhanden, Level von 1,20, psychologischer Natur und ohnehin auch ja bereits schon mehrfach getestet. Die Idee, ich sprach es auf der Frühjahrskonferenz der VTRD an, einen möglichen Dreifachboden hier auszubilden, existiert. Wir sehen mit der aktuellen Wochenschwäche durchaus die Möglichkeit, dass wir hier nochmal abdriften. Und dann, liebe Zuschauer, gebt's Obacht, wenn das Cable nochmal im Bereich 1,20 ist, vielleicht auch drunter spiked, könnte das hier eine ideale Chance sein, um hier mittelfristig einen, ja, Positionstrade auf der Long-Seite zu öffnen. Wie gesagt, alles keine Handlungshinweise oder sozusagen Handelsempfehlungen, nur hier die Idee, dass es dazu kommen könnte und das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar eben da durchaus einen Rebound erfahren könnte. Ähnliches beim Euro-US-Dollar mit der Parität. Man wird sehen, wie das hier noch weitergeht. Grundsätzlich beim Euro-US-Dollar dadurch viel mehr, jetzt habe ich es, noch viel mehr Spielraum auf der Südseite und da muss man durchaus ein Stück weit aufpassen. Kleiner Zungenbrecher, jetzt haben wir es aber. Im Prinzip vom Wochenchart hier in den Tageschart, und jetzt wollen wir uns das mal im Detail genauer anschauen. Wir haben nämlich hier gesehen, dass unlängst das britische Pfund, auch Cable genannt, hier knapp über 1,25 im Bereich 1,2540 sozusagen sich den Kopf gestoßen hat. Hier starke Momentumkerze am 23., dann Umkehrkerze am 24. in einer Art Bearish Engulfing. Und das ist natürlich eine Situation, die nicht wirklich bullisch daherkommt, weil auch hier statistisch gesehen das Bearish Engulfing eine hohe Auflösungswahrscheinlichkeit hat. Und wie es eben heißt, Bearish Engulfing winkt hier Kurse gen Süden ein. Genauso kam es auch. Wir sehen seit der ganzen Woche schon Schwäche. Hier oben Widerstandsbereich, wie gesagt, schön identifiziert. Es ging nicht darüber, insbesondere nicht über das Hoch hier vom 9.2. Da wären Preise bei 1,2582 notwendig gewesen. Das Opening war 37, das High 82. Da hätten wir drüber gehen müssen. Dann hätte sich hier durchaus nochmal ein Lauf in Richtung 1,29 ergeben können. Dazu kam es nicht. Die Abwärtsbewegung, die wir hier schon initiiert hatten, Sie sehen es hier am blauen Pfeil, verzögerte sich und führte dann eben hier mit dem, ja, Gegenlauf ab Mitte Februar sozusagen dann nochmal hier zu einem kleinen Fake-Manöver. Jetzt letztlich ist aber das passiert, was wir damals schon eruiert hatten, und deswegen bleibt der Fall meines Erachtens auch genauso existent. Wir sehen hier mit dem Unterschreiten der Marke von 1,24, 1,2415 dieser Supportzone, die sich hier sehr, sehr schön definieren lässt, durchaus die Wahrscheinlichkeit, dass es hier weiter gen Süden gehen kann. Aktuelle Doji-Kerze, sozusagen sprichwörtliche Unsicherheit. Wir haben heute auch noch einiges an News, gerade also genereller Natur. Also aus den USA kommen viele Inflationsdaten. Der Einkaufsmanager-Index um 16 Uhr, übrigens heute auch noch Bank of Canada, wobei eine Veränderung des Leitzinses nicht erwartet wird. Aber heute Abend dann auch noch das Bagebook. Also hier richtig viel Material aus US-Dollar-Seite. Wir haben aber 10:30 Uhr, also zuvor, hier vieles aus dem Vereinigten Königreich, Great Britain, und da sollte man auch mal Obacht geben. 10:30 Uhr rechne ich damit, dass hier die Volatilität durchaus wieder ein bisschen durchschlägt. Insofern aufgepasst, der aktuelle Doji dürfte dann eine gewisse Gestalt annehmen. Ob es der erste Move vielmehr in Richtung der News entsprechen dann praktisch sich auch weiter fortsetzt, bleibt mal abzuwarten. Ja, man spricht ja auch hier häufig von Fake-Manövern. Das muss man mal abwarten, ob es tatsächlich dann in die eingeschlagene News-Richtung geht. Letztlich Volatilität zu erwarten. Und es bleibt anhand des Tagescharts dabei, wenn wir hier unterhalb von 1,2415 rund bleiben, dass eher der Short einen positiven Bias erfährt. Gut, was haben wir ansonsten? Der Wochentag heute generell bullisch. Das spricht so ein bisschen gegen den
Abwärtsmove. Ja, Sie sehen es hier, der Mittwoch, statistisch gesehen durchaus ein bullischer Tag beim Cable. Nichtsdestotrotz, charttechnisch überwiegt hier der bärische Impuls. Und wenn wir uns jetzt die Saisonalität anschauen, dann gut, erfahren wir nicht wirklich viel Bias. Das zeigt sich nämlich hier vielmehr mit einer 10-Seitwärts-Range. Und wenn wir das mal auf 40 Handelstage ausdehnen, dann sehen wir sogar eine leichte Aufwärtstendenz. Grundsätzlich aber aktuell hier nicht wirklich viel Bias. Das sehen wir auch anhand der Skalierung der Punkteskala hier auf der rechten Seite. Das ist nicht wirklich starkes Momentum, was wir hier nach oben sehen. Und insofern die Saisonalität nicht wirklich ein Messer des Impulses, der hier noch sozusagen zusätzlichen Trieb oder eben auch Gegenwind liefern könnte. Setup bleibt also wie gesagt bärisch. Wir warten mal ab, was passiert. Ein neues Tagestief dürfte weitere Verluste initiieren und insbesondere, wenn wir uns nochmal ein Stück rausscrollen, hier das vorgeschaltete Level um 1,2120 roundabout oder dann eben auch hier direkt die psychologische Marke von 1,20 sollten mögliche Ziellevel sein. Wenn es nochmal einen Umweg gibt, achten Sie auf oben. Hier diese Widerstandsbarriere 1,2540, 1,2545, insbesondere wenn wir über 1,2582 rausgehen, haben wir dann durchaus nochmal Luft in Richtung 1,29. Bleibt aber aktuell nicht das zu präferierende Szenario, es sei denn eben, wir kommen heute, ja, möglicherweise anhand der News hier deutlich über 1,24 zurück und erobern dann im Umkehrschluss in den nächsten Tagen auch noch hier 1,25 plus. Das bleibt mal gespannt zu beobachten. So. Ansonsten gehen wir nochmal hier kurz auf den Freitag. Ihr wisst, was hier angesagt ist. Wir haben Freitag. Okay, da müssen wir jetzt direkt mal in die Woche drauf gehen. Dem 10. Haben wir noch nichts drin. Gut, warten wir ab. Weil Non-Farm Payrolls eigentlich immer angesagt am ersten Freitag eines Handelsmonats. Sehe ich jetzt hier im Overview der News-Tabelle nicht, müsste ich mich direkt nochmal auf anderer Stelle informieren. Nichtsdestotrotz haben wir Freitag auch nochmal eine Rede von Janet Yellen, wird also definitiv spannend zum Wochenausklang. Also, British Pfund im Auge behalten, sieht technisch durchaus ja, lohnenswert aus für einen möglichen Short, aber auch durchaus mal auf 10.30 Uhr warten und achten und dann werden wir mal sehen, was die Stunde dann geschlagen hat. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Start in den März. Wenn ihr mögt, schaut morgen wieder rein, beziehungsweise heute Nachmittag zum JFD Devisenradar von 15 bis 16 Uhr, werden wir hier nochmal quer über den Forex-Markt schauen. Sie sind herzlich eingeladen, kostenlos dabei zu sein und ansonsten verbleibt es mir jetzt nur noch, Ihnen einen schönen Handelstag zu wünschen. Viel Erfolg, vergessen Sie die Stops nicht und weiterhin bestes Gelingen. Ihr Chris Kämmerer und tschüss.